So, wir haben jetzt auf jeden Fall Ruhe vor dem Licht. Das heißt, wir können uns jetzt in Ruhe die Krypten ansehen. Was ist los? In Ordnung. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ja, gewiss. Gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Catnap zum Beispiel. Woran mit Vergnügen? Ich muss mich bald ausruhen. Sag, was du von... In Ordnung. Hier ist nichts mehr drin. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Hier waren wir, glaube ich, dein Befehl, auch schon. Die Dämonen des Schlafes. Gewiss. Was? Ist das alles? So, jetzt auf der anderen Seite. Ja, es soll geschehen. Hier war nur der Edelstein drin. Hier sind noch Zauber drin. Was ist los, wenn es sein muss? Sag, was du von mir ich willst. Ich tu's. Wie kann ich helfen? Gewiss. Da ist nichts mehr drin. Was, wenn es dein Wunsch ist? Dein Befehl? Ja, weiter. Das erste Mal, als ich diese Stelle hier gemacht habe, ich habe Stunden gebraucht, weil es so verwirrend war. Okay, hier was ist los? Echt nichts mehr drin. Wenn es dein Wunsch ist. Sag was vorwärts. Woran hast du gedacht? Wenn es sein muss. Wie kann ich helfen? Einverstanden. So. Und ein Langschwert. Okay. Das heißt, wir haben noch mehr Zeug. Was identifiziert gehört. Antimagische Schutzhülle. Ui. Ah ja, stimmt. Okay, damit kann er auch dann nicht mehr zaubern. Also das macht den Anwender immun gegen Magie, aber er kann auch nicht mehr zaubern selber. Das ist gar kein schlechtes Kettenhemd. Und das ist gar kein schlechtes Langschwert. Rüstungsklasse... Oh. Rüstungsklasse Bonus minus 1 bedeutet... Oh, sehr schick. Das Problem ist, das hier macht Rüstungsklasse 2. Und das kann den Gegner festhalten auch noch. Machen wir das so rum. So rum ist es am besten. Also der beste Kompromiss, sagen wir mal so. Und das Kettenhemd. Du trägst ein Kettenhemd plus 1. Damit hättest du echt geile Rüstung. Was passiert, wenn wir dir den hier geben? Gegenstand kann nicht verwendet werden. Ah, schade. Da würde es sich sogar wirklich anbieten, wenn wir es so machen würden. Ja. Bei minus 5 ist top. Eigentlich. Okay, minus 7 wäre sie fast nicht mehr zu treffen.
Wäre nur ein Schaden und ein ETW weniger. Überlegen wir es uns. Weil das macht sie jetzt wirklich unbesiegbar. Ein ETW von 6,6. Mit solchen Damage-Zahlen. Ist echt krass. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier die Statuen noch an. Also hier die oberen beiden haben keine. Hier fehlt die Statue, wo der Nekromant sein, also der Leichnam sein Edelstein versteckt hat. Gucken wir mal. Im Gegensatz zu den anderen Statuen dieser Saal steht diese Statue einer Krieger elfischer Abstammung da. Auf einer Tafel darunter steht in Erinnerung an Evain. Immer verständnisvoll und selbstlos. Wir werden euch nie vergessen. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Ja, Evain war die Tochter von Laryl, soweit ich weiß. Ja, ich glaube, das war Larels Tochter. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ja. Diese Statue stellt einen Zwergenkrieger dar. Auf einer Tafel darunter steht zur Erinnerung an Gasnack, dessen Kampf ist wie in der Schlacht der Toten. Ich muss mich bald ausruhen. Unserer ganzen Gemeinschaft ein Vorbild sein wird. Diese Statue stellt ein Zwergenkrieger da. Auf der Tafel darunter steht in Erinnerung an Resnav. Er gab sein Leben für die Verteidigung des Tiefs. Diese Statue stellt ein Zwergenkrieger da. Auf einer Tafel darunter steht in Erinnerung an Yarmouth. Er hat mutig in der Schlacht der Toten gekämpft und wir werden ihn nie vergessen. Diese Statue stellt ein Zwergenkrieger da. Auf der Tafel darunter steht zur Erinnerung an Briav, der ehrenhaft sein Leben für die Verteidigung des Tiefs gab. Diese Statue soll einen Zwergenkrieger darstellen. Auf der Tafel darunter steht zur Erinnerung an Evav, der an Evains Seite für die Einigung zwischen Elfen und Zwergen gekämpft hat. Ja, und die Inschrift darunter wurde unleserlich gemacht. So, wenn wir jetzt zurückgehen, sollte hier nichts mehr sein, was böse ist. Nur noch jede Menge Särge. Die wir angucken können. Noch eine schwere Armbrust. Ja, das sind Kugeln plus zwei. Besondere Kugeln plus zwei. Das ist mal wieder eine Scharfschützenarmbrust. Ja, vorwärts! Ich höre. Ich tu's. Sag, was du sofort. Ja, und es kann auch einfach sein, dass in den Särgen halt mal nichts drin ist. Oder irgendein Kurzschwert. Was? In Ordnung. Dein Befehl? Sofort. Kleiner Schild. Eine Streitaxt. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Oh, ein Langschild. Okay, das können wir gerade nicht identifizieren. Dann gucken wir mal auf der anderen noch Seite. Wenn ich einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Noch ein Schild. Ich sonst bin müde. Nichts. Wir müssen rasten. Was ist los? Ich tu's. Ich muss mich bald ausruhen. Sag, was du von mir willst. Woran hast du gedacht? In Ordnung.
Wie kann ich helfen? Okay. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Bereit zu neuen Taten. Hier? Na, gehst du mal da hoch plündern. Ich höre mit Vergnügen. Ist etwas nicht hier? Noch ein Langschild? Nichts. Zweihändiges Schwert. Hammer. Nur eine Helebarde, okay. Nichts. Dolch. Schwert. So, dann gucken wir mal, was wir hier alles so haben. Außer, dass du überladen bist. Okay, das können wir nicht identifizieren. Das ist Munition. Kurzschwert plus 1. Noch hast du Gewicht. Also musst du dir die Langschilder angucken. Ja? Kann ich helfen? So, was haben wir? Beißende Bolzen mal wieder. Wieder Wurfpfeile, die nicht identifiziert werden können. Und ein nicht identifiziertes Langschild. Ups. Sag, was du von in Ordnung. Das heißt, wir ziehen uns erstmal zurück. Gewiss. Oh, die Schmiede läuft wieder. Wie ein Herdfeuer das Zimmer erwärmt, so erwärmt sich mein Herz bei dem Gedanken, dass meine Brüder wieder in Frieden wohnen werden. Wir haben euch viel zu verdanken, Reisende. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Wenn ihr euch die Schmiede einmal ansieht, werdet ihr die Umrisse eines Behälters erkennen. Darin liegt der Schlüssel zu einer Tür in der Heldenhalle, die zum Wirtsgletscher führt. Ich bin mir sicher, dass die Antworten dir so klarer werden, sobald ihr den Gletscher erreicht habt. Nochmals vielen Dank, mein Freund, und höre Horadin euch wohlgesonnen sein. Wir haben Terrikan besiegt und die Schmiede von Oberdonti wiederhergestellt. Nondendur dankte uns und ließ uns wissen, dass sich der Schlüssel, den wir benötigen würden, um zum Wurmzahngletscher zu gelangen, in einem Gefäß in der Schmiede liegt. Keine Ursache. Gut jetzt, Nondendur. Ja, und dadurch hat sich auch hier der Raum resettet. Weil es so gesehen ein neuer Raum ist. So. Dann gucken wir uns noch schnell das Zeug an. Langschild plus 1, plus 4 gegen Geschosse, Inferno-Wurfpfeile. Nochmal ein Langschild plus 1. Plus 1 Stärke-Bonus. Blitz halt. Noch so ein Blitzhalsschwert. Na gut. Weil das ist ein verstärkter großer Schild plus 1. Und das ist ein Großschild der Stärke. Was machst du Besonderes? Widerstandskraft gegen Klingen und du? Gegen Klingel und Spitze und ein Stärkebonus von 1. Okay. Ja, wir haben jetzt 19 Stärke, das ist Ultimum. Genau, das macht Schaden und den ETB besser. Ja, krass.
Krass, krass, krass. So, jetzt müssen wir aber leider mal wieder speichern. Das letzte Mal war LP015, das heißt, jetzt speichern wir unter LP016. Speichern und dann gibt es hier einen Cut. Bis gleich.